Moin Leute, herzlich willkommen zur nächsten Folge. Es geht weiter mit Let's Play FIFA 16 Trainerkarriere und hier habe ich gerade was entdeckt. Ingolstadt ist abgestiegen. Oh. Also wahrscheinlich in der Relegation. Kaiserslautern wird wohl gegen Ingolstadt gewonnen haben in Hin- und Rückspiel. Und ja, sei's drum. So, Problem selbst beheben und Änderung speichern. Dann machen wir das mal eben ganz kurz. Genau, wir haben ja hier eine rote Karte auf der Bank. Das wollen wir natürlich nicht. Ja, LV, RV, gucken wir mal. RV haben wir. Das heißt, wir könnten noch ein LV benötigen. Pocognoli oder Chimanga. Nehmen wir mal ihn hier. Und ja, dann geht's los mit dem ersten Spiel in der Europameisterschaft 2016 gegen Norwegen. Ja, das werden wir jetzt einfach mal machen. Das wird sicherlich ein paar Folgen auch dauern, aber sei's drum. Ich meine, wir haben ja extra das Traineramt angenommen und das gehört einfach zu einer Trainerkarriere mit dazu. Oh, nochmal. Ey, nee. 3 Minuten. Da habe ich keine Lust mehr drauf auf das Ding. So. Dann legen wir mal los. Und ja, hier heißt es natürlich gegen Norwegen punkten. Gegen Holland muss man nicht unbedingt gewinnen. Würde ich mal sagen. Aber wir haben natürlich auch hier De Bruyne. Wir haben auf der linken Seite haben wir auch den, komme ich jetzt nicht drauf. Hazard, genau. Oh, und da haben wir direkt einen Riesenfehler. Mertens frei vorm Torwart. Mertens, und das ist das 1:0. Und ja, das war natürlich jetzt ein Fehlpass hier, ganz schlimmes Ding, und dann steht der Mertens perfekt, kann gut angespielt werden und ja, eiskalt angeschnittener Schuss, und damit gehen wir direkt mal 1:0 in Führung nach 3 Minuten. Ja, und das sind ja nur 3 Spiele zu spielen, man darf das natürlich nicht das Torverhältnis darf man natürlich jetzt nicht, oh Gott, darf man jetzt überhaupt nicht, natürlich nicht unterschätzen. Darf ich diesen Satz mal zu Ende reden? Und ja, es ist natürlich. Hoppla, was war da los? Freistoß. Schiriball, okay. Anstatt den wegzukicken, nimmt er den in die Hand. Schiriball beim Torwart habe ich bisher auch noch nicht gesehen. So, es ist natürlich auch wichtig, wenn wir hier ein paar Tore schießen. Dann kann man theoretisch auch mal mit 4 Punkten dann gut weiterkommen, wenn wir hier halt ein gutes Torverhältnis haben. Das ist halt nicht ganz unwichtig. Ich weiß jetzt nicht, ob wie der direkte Vergleich zählt oder nicht, aber natürlich heißt es, ist das Wichtigste erstmal zu gewinnen. Und das war wirklich eine harte Grätsche eigentlich. Und danach ist es natürlich auch nicht ganz unwichtig, wenn wir hoch gewinnen. Ja, ach, schade, ich dachte hier, der Origi, der kommt da ran. Den haben wir natürlich auch mit aufgestellt, weil wir halt sein Trainer sind in der Vereinsmannschaft und das einer unserer beiden riesengroßen Hoffnungsträger ist, neben Kurt Zuma. Oh Gott, oh, Fehler. Und jetzt aufpassen. Oh, aufpassen. Riesenschuss und Riesenparade von Courtois. Oh mein Gott. Ja, ich bin gerade irgendwie nach dem Tor nicht mehr wirklich bei der Sache gewesen, die letzten Minuten. Das war natürlich jetzt total unnötig, total dämlich. Da mag ich gar nicht die Wiederholung angucken. Ja, hier. Ja, der sollte den eigentlich deutlich früher schon, denn der muss da noch ein paar Schritte gehen. Und dann haben die natürlich doppelt das Glück, dass der Ball bei denen landet. Und naja. Aber ich bin mir sicher, dass wir hier auch noch uns Chancen herausspielen können. Und hier auch das zweite oder dritte Tor schießen können. Wir müssen halt, dürfen halt nur nicht zu nachlässig werden.
So, dann hat sich das ja ausgeglichen. Also, Norwegen hat einen Fehler gemacht. Wir haben einen Fehler gemacht. Dann können wir jetzt nochmal quasi bei Null starten. Oh, Benteke, ist das abseits? Ja, leider. Riesenmöglichkeit. Aber leider ganz knapp im Abseits, glaube ich. Ah, okay. War schon ein halber Meter. Ah. Aber wir merken schon, also wir können hier das Spiel machen. Wir sind hier ein bisschen überlegen. Zumindest haben wir ein bisschen mehr Zug nach vorne als der Gegner. Wenn ich das mal so behaupten darf. Oh. Behalten sie den Ball da tatsächlich und dafür springt er denn. Oh Gott. Der sollte da aber mal gar nicht hin. Im Keim erstickt die Flanke. Und jetzt vielleicht mal die Möglichkeit, hier so einen kleinen Konter aufzufahren. Ah, Mensch. Aber auch kein Glück, dass wir da sind wir nicht mal an den Ball rangekommen. So, Hazard. Der kann eigentlich auch mal ein bisschen durchdribbeln, aber da hat er sich auch festgedribbelt. Also nur durchlaufen und ein bisschen links-rechts, das funktioniert so nicht. Autsch. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. Gerne auch über die linke Seite. Ah, schade. Flanke kommt nicht durch. Da haben wir ja gerade beim unserer Vereinsmannschaft haben wir da ja richtig gute Tore gemacht mit den Flanken. Ja, die sind jetzt gut durchgekommen. Das war zwar jedes Mal ein bisschen knapp, was bei den Pässen, aber haben sie gut gemacht, die Norweger. Und siegen sollten wir eigentlich schon. Also ja gut, wir haben auch noch Slowenien. Also auf jeden Fall dürfen wir nicht verlieren, weil wir müssen davon ausgehen, dass Norwegen natürlich dann auch gegen Slowenien gewinnt. Und Holland wird halt nicht so leicht. Ich weiß gar nicht, warum Holland bei der EM dabei ist. Gibt's ja gar nicht, total unrealistisch. Aber ist halt FIFA. So, der Spot musste einfach mal sein. Will dann nicht mal abpfeifen. Wollte gerade sagen, ja, der lässt aber lange nachspielen. Ja. 1:1. Ein Fehler von Norwegen, ein Fehler von uns. Ja, es sieht so aus, als hätten die Norweger mehr vom Spiel, aber ich habe uns schon mit mehr Zug zum Tor spielen sehen. So, und wir haben ja die Qualität eigentlich auch hier auf dem Platz. Wir haben ja richtig gute Spieler. Brauchen wir uns von Norwegen nicht verstecken. Wenn wir verlieren, dann ist das eher mein dazu tun. Na. Aber die haben auch hier und da immer mal ein bisschen mehr Glück als wir.
was die Bälle angeht, wo die landen. Oh. Riesenmöglichkeit. Ich weiß jetzt nicht, ob es abseits war am Ende, aber es sieht nicht so aus. Heieiei, da haben wir echt Glück gehabt. Also wenn wir hier zu in Rückstand sind, dann ist es aber ganz düster. Nein. Keine gute Idee, da noch durchzustecken. Den hätten wir behalten sollen. So, hier haben wir jetzt einen Fehler. Origi über links, über rechts kann den Ball aber nicht mehr kriegen. Oh mein Gott. Oh, und dann hat er Probleme bei der Ballannahme. Aber Achtung, noch ist die Chance nicht vorbei. Können wir da mal schießen, Pfosten? Riesenmöglichkeit. Ah, was ein toller Schuss, aber leicht zu ungenau. Ganz leicht zu, oder naja, man kann auch sagen, zu genau geschossen. Ah, ist das bitter. Das wäre es natürlich gewesen. Hätte auch wieder resultiert aus einem Fehler. Oder aus einem Ballverlust. War jetzt nicht so katastrophal wie jetzt beim Gegentreffer. Aber ja, wäre trotzdem unglücklich gewesen. Ah, gibt Freistoß. Da hat uns dann, der hat uns dann noch ein bisschen abgeräumt am, hier an der Grundlinie. De Bruyne. Oh, der sollte eigentlich am Strafraumrand. Nächste Schusschance. Nix, kein Durchkommen. Nee, zu weit. Ah, jetzt müssen wir die mal unter Druck setzen. Vielleicht haben, machen die dann auch mal ein paar Fehler. Ich dachte, ich kann da noch irgendwie dazwischen kommen und dann haben wir den aber voll abgeräumt. Also das gibt im besten Falle gelb. Ja, Glück gehabt. Company. Ex-HSVer. Ah, gute Chance von den Norwegern. Es gibt Ecke. Gut geklärt. So, und ich würde sagen, ah, totaler Angriff ist zu viel. Lassen wir es mal lieber so. Ja, jetzt laden wir sie aber ein und Riesenmöglichkeit. Dio. Ja, also wir müssen auch aufpassen hinten. Aber wir müssen auch zusehen, dass wir jetzt hier mal was herausspielen. Oh, das gibt's doch nicht. Wieder so ein blöder Ballverlust. Ah. Nummer sicher gegangen irgendwo. Ah, ist schwer die anzunehmen, wenn die so scharf geschossen sind. Da muss man dann natürlich versuchen, da irgendwie ranzugehen. Ah. Die Grätsche war gemein. Fair, aber frech. Ah, gutes, guter Aufbau von dem Angriff hier. Aber. Ah. Na, Benteke. Ist auch eine Wucht, der Typ. So, Origi ist jetzt auch nicht der Kleinste, aber Benteke ist nochmal ein Tick größer. Sehr schön abgelaufen. So, und jetzt nur noch 10 Minuten. Also ein Unentschieden wäre kein optimaler Start hier. Wäre jetzt auch keine Vollkatastrophe. Da müssen wir halt höher gegen Slowenien gewinnen, als Norwegen das tut. Aber unterschätzen sollte man hier keinen Gegner.
Aber ein Sieg würde es natürlich einfacher machen. Deutlich einfacher. Ach, nicht gut reingespielt. So, Benteke. Ah, Missverständnis, aber die Schusschance und da ist das 2:1. Benteke, 87. Minute, beziehungsweise 88. Minute, 2:1. Und das ist aber sowas von wichtig. Hier sehen wir es nochmal. Glück gehabt, dass der Gegner da auch nicht rankommt. Und dann kommen wir trotz des ungenauen Passes nochmal ran und dann macht er den, verwandelt den eiskalt. Und jetzt wollen wir natürlich einfach nur den Sieg hier mitnehmen. Aufpassen. Spielen hier gut nach vorne, meine Herren. So, jetzt müssten sie aber hinten auch ein paar Lücken haben, ja. Ja, schön gespielt. Und der muss auch rein und dann haben wir das Kontertor noch 3:1. Und das ist natürlich auch ganz wichtig. Sollten jetzt die Norweger gegen Holland gewinnen, dann ist das natürlich auch wichtig, dass die hier nochmal ein Gegentor mehr kriegen. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht genau, kann auch sein, dass einfach nur der direkte Vergleich gewertet wird dann hier, aber nicht unwichtig. Ah. Und da wird abgepfiffen. Also 3:1, Doppelschlag am Ende nochmal. Hat sich so nicht abgezeichnet, dass das noch so ein klarer Sieg wird, in Anführungszeichen. Aber, naja, gut. Bittere Niederlage, aber ich denke mal, wir hatten ja auch einen Pfostenschuss, also es geht schon in Ordnung. Es geht schon in Ordnung. Wir hatten die besseren Chancen. So, wollen wir mal gucken. Wir wollen natürlich auch immer schön unsere Spieler trainieren. Zumindest die, die nicht bei der Nationalmannschaft sind. So, und das sind schon ein paar. Dann können wir auch mal Riedewald wieder trainieren. So, und auch Bazuer. So. Ja, und nächste Folge geht's dann weiter, Leute. Da machen wir dann das nächste Spiel. Wir gucken gleich nochmal rauf, gegen wen das gehen wird. Oh, Slowenien gewinnt gegen die Niederlande. Das gefällt mir ja gar nicht gut. Naja, dann können wir eigentlich mit einem Sieg, oh, selbst wenn wir jetzt gegen Slowenien gewinnen, dann sind wir im schlimmsten Falle, glaube ich, immer noch nicht durch. Oh je, warum muss denn Slowenien jetzt gewinnen? Naja, wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Also, nächstes Spiel gegen Holland. So, und ich muss eben nochmal ganz kurz Büro gucken. Auslaufende Verträge. Damit uns da keine... Ach so. Ja, okay, wir hatten ja schon geguckt. Rudnevs verlässt den Verein. Ja, der, keine Ahnung, kann auch gehen. Ostscholek, dem hier bei, die bekommen natürlich dann neue Verträge. Und ja, nächste Folge geht's weiter mit dem nächsten Spiel gegen Slowenien. Und ich hoffe mal, das wird ein bisschen, ja, einfacher. Wir werden sehen. Also, macht's gut. Bis dann.